Wir haben natürlich bedauert, dass die Homepage beanstandet wurde, dass das Interview dort nicht eingestellt werden durfte. Wir sind aber sehr erfreut, dass das Gericht in wirklich dankenswerter Klarheit festgestellt hat, dass auch ein Bundesinnenminister, auch Horst Seehofer, am politischen Meinungskampf teilnehmen kann, auch mit pointierten, ja auch harten Äußerungen. Es ist nach wie vor möglich, das Verhalten auch einer Fraktion oder Partei zu kritisieren, wenn sie beispielsweise den Bundespräsidenten, ein anderes Verfassungsorgan angreift, dass man das auch als schäbig oder ähnlich brandmarken kann, dass man dieses Verhalten auch als staatsersetzend ansehen darf und entsprechend so sich äußern darf. Das war, glaube ich, sehr wertvoll und sehr richtig und sehr klarstellend, dass auch ein Minister am Meinungskampf teilnehmen kann, dass er in Talkrunden auftreten kann, Interviews, dass er nicht mit angezogener Handbremse seine Überzeugungen darlegen muss. Also die Konsequenz bei uns ist im Prinzip gezogen, dass wir bei der Homepage deutlich kritischer sind. Ich finde es insofern schade, dass es Bürger gibt, die sich einfach über die Gesamtpersönlichkeit eines Ministers informieren wollen und dann einfach schauen, was hat er denn so gesagt. Das können wir so in dieser Gänze nicht mehr anbieten als Service sozusagen des Bundesinnenministeriums für die Bürgerinnen und Bürger des Landes. Aber das ist, glaube ich, verschmerzbar. Da ist das Gericht eben den Präzedenzfällen gefolgt. Das bedauern wir, aber können wir nachvollziehen und akzeptieren wir natürlich. Und entsprechend werden wir bei Einstellungen in die Homepage, auf die Homepage, wie auch andere Ministerien, da gehe ich von aus, dann nochmal genau drauf schauen. Im Übrigen, im politischen Meinungskampf kann ein Bundesminister, kann ein Regierungsmitglied, auch ein Staatssekretär weiter offensiv teilnehmen. Und das ist eine gute Nachricht. Also die Antragstellerin hat ja versucht, auch die Äußerung als solche im Interview anzugreifen, sehr massiv sogar. Und insofern stand ja schon im Raum, ob man sozusagen Minister insgesamt auch in ihrem Interviewverhalten stärker an die Kandare nimmt, stärkeren Beschränkungen unterliegen. Das ist nicht passiert an der Stelle. Insofern war das auch wichtig, dass wir diese Klarstellung bekommen, dass der Meinungskampf weiter sehr offensiv auch betrieben werden kann. Und man hätte natürlich auch, ich habe es nicht sehr befürchtet, aber es war natürlich auch der Versuch, auch die Grenzen der Frage, was sind eigentlich staatliche Ressourcen, Amtsressourcen, noch enger zu ziehen. Also man hätte jetzt sagen können, wenn der Hintergrund des Interviewraums ein Deutschlandfahne hängt oder wenn da sozusagen Wasser aus der Wasserleitung des Bundesinnenministeriums verköstigt wird von den Journalisten, das sind schon staatliche Ressourcen. Auch da ist jetzt klargestellt worden, das wäre lebensfremd und ist sozusagen nicht die Grenzziehung. Von dieser Grenzziehung ist es, glaube ich, schon mal ganz wichtig. Klar, es gibt Präzedenzfälle. Aber das Urteil hat nochmal sehr erhellend auch den politischen Meinungskampf auch ermöglicht, abgesehen davon, dass wir bei der Homepage eben noch ein wenig vorsichtiger sein müssen.